Tja, dann lass noch mal kurz das Ding durchlesen. Ach, das war im Inventar, ne? Das kommt noch erschwerend hinzu. Sie müssen das Wasser also nach Süden oder Norden pumpen und anschließend nach Osten oder Westen umleiten. Dann kann nichts passieren. So, und hier ist jetzt zu, ja? Genau, weil da ist Brühe drin. So, und jetzt gehe ich. Da ist nichts drin. Ich verstehe das noch nicht. Das ist für die oder was? Also könnte ich jetzt hier durch. Okay. Die ist auch frei. Hä? Raff ich überhaupt nicht, ganz ehrlich. Oh. Na klar. Erste Amtshandlung. Da habe ich jetzt aber gerade mal langsam. Oh, und er macht Schaden ohne Ende. Okay, das ist jetzt richtig übel. Ich bin da einfach mal so reinmarschiert. Boah, Knüppel. Okay, den da weghauen. Du hast schon beide Rüstungen aktiv. Energiewiderstand verbessern. Klar. Und dann versuchst du mal den Enden wegzuhauen und zu betäuben. Julie, bitte heil uns. Bitte mehr als nur einmal. Ja. Die ist ja schon wieder disabled. Ja. Oh, Rotz. Ich weiß gar nicht, was das für eine Fähigkeit ist, die der da benutzt. Aber die ist richtig unangenehm. Hat er noch Machtpunkte? Hat er Möbelsturm? Lähmen. So, und meiner einer. Einmal die Welle. Was anderes kann ich eh nicht. Dann angreifen. Ja. Oh, Alter, also das sind wirklich jetzt ein bisschen sehr, sehr uncoole Freunde hier. Wie macht die denn das immer? Der ist doch hier, der ist doch out of order. Und trotzdem kann er noch irgendwie hier Stress schieben. Hat weh! Wir werden untergehen! Für die Republik! Oh, den weg! Und ihr beide haut auf den Kuchen. So, dann sind wir einen schon mal los. Der ist betäubt, das ist auch sehr gut. Das war schon relativ chaotisch, muss ich sagen. Und ihr braucht... Klar. Echt, ey, machst du die Tür offen, da stehen drei dunkle Jedi. Das kann ein Jedi. Heilet's Blechner, du. Au! Ja. Hat man nicht irgendjemand mit Kenntnissen? Nee, aber nicht, ne? Schade. Ja, wunderschön.
Ein Implantat und ein Verschluss. Sammeln wir auch unbedingt die Überreste auf. Credits, kurzes Laserschwert. Schön, dass du das angemacht hast, aber brauchen wir gerade eigentlich nicht wirklich. Eriadu, Kraftverstärker. Da hätten wir noch ein paar Überreste. Kristall, sehr interessant. Energieschild, verbesserter Auralverstärker. Nein. Oh. Und hier hätten wir noch einen. Kristall. Yo, yo, yo. Gut, dann sind wir gesundheitlich wieder auf einem akzeptablen Niveau. Und hier sind direkt wieder Freunde. Betäuben. Betäuben. Ohne den Angriff dazwischen, wenn es recht ist. Und Julie, die Machtrüstung und ihre Tapferkeit. Dann nehmen. Nehmen. Töten. Ja? Wunsch? Ja? Viel lustiger so, muss ich sagen. Oh nein, wir machen jetzt kein Gespräch. Und ich habe. Oh, irgendwo so eine Art Gasmine oder sowas wahrscheinlich. Das kann ein Jedi. Immerhin keine dunklen Jedis. Die sind etwas unsympathisch. Der Kollege hat auch ein bisschen was für uns da gelassen. Ein paar Granaten. Schreibtisch. Hacken. Ja, wir haben viel zu wenig Sonden. Achso, jetzt können wir wieder alles ansehen. Gebietskläne, downloaden. Oh, da sind ein paar Druiden. Können wir natürlich hier auch wieder lustige Sachen machen. Für die wir lange nicht genug Computersonden haben. Oh, da sind wir. Mit dem Fernsehen. Sicherheitsraum. Oh. Könnten wir auch wieder wunderschöne Sachen machen. Ich weiß gar nicht, wo wir die ganzen Sonden herbekommen sollen. Ja komm, lass gut sein jetzt hier. Im Endeffekt kann ich mir sowas auch bald sparen. Das ist auch ein bisschen zu teuer. Im Endeffekt fehlen mir die Sonden dann an einer Stelle, wo ich sie nicht brauchen würde wahrscheinlich. Ich habe es. Auf jeden Fall mal eine sehr weitläufige Basis, die Jungs hier eingerichtet haben. Kaserne, ja das klingt doch toll. Dann warten wir noch, bis alle Leutchen da sind und dann stimmen wir da rein. Ja. Na gut. Ist gar nicht mal so viel. Wow! Was war das denn? Ach, und vergiftet und alles. Klar. Weil mehr Schaden verursacht als die ganze Meute eben. Ganz schön reich die Leute hier in den Kasernen. Anscheinend werden die gut bezahlt. Anders ist auch wieder so ein Energierelais, was wir wahrscheinlich hätten hochjagen können. Und was ist das hier? Lass mich raten. Oh. Angriffstruide. Ganz hervorragend. Ja. Ja.
Da können wir sonst auch nicht viel machen, aber Mr. Jolie kann da was tun. Und ihr braucht... Für die Republik! Das tat weh! Das war ja schon ganz brauchbar. Doch eine sehr nützliche Fähigkeit. Wir werden untergehen! Einfach weggeblitzt. Klar. Ist zufällig Computersonden, was ihr da habt, oder? Ja, irgendwelcher Schrott, den wir nicht brauchen. So, und hier ist... Kommen wir nicht weiter, oder wie? Das ist natürlich ärgerlich. Was? Zellkraftschüler? Hä? Ich habe es! Ich habe es! Aber haben die sich hier ein paar Azubis besorgt, oder was? Fettkiste! Credits, Medikit. Sehr schön. Überreste. Hast du nicht mal ein paar Computersonden oder so? Reichlich Injektionen. Ey, wie wahnsinnig groß das hier ist. Ich werd verrückt. Verrückt. Oh. Tote Zellkraft. Sag, Jascha, die Sith. Dieser gefolterte Zellkraft hat eine Art Talisman bei sich, okay. Ja, ich gehe mal sehr davon aus, dass uns das in Sachen dieses Quests weiterbringt, wo wir die Verwundeten, nee, nicht die Verwundeten, die Verschwundeten suchen sollten. Verschwundenen Zellkraft. Ihr wisst, was ich meine. Trainingsraum. Wow. Schüler. Ja. Was? Recht. Wow. Betäuben und angreifen. Und ihr braucht. Das kann ein Jedi. Also extrem stark sind sie jetzt nicht, diese Schüler. Die Druiden. Naja. Auch nicht viel besser. Wie bist du hier reingekommen? Warte! Ich kenne dich! Lord Malak war sehr wütend, als er von deiner Flucht von Taris hörte. Ja, so ein Pro-Gamer. Er hat ein beträchtliches Kopfgeld auf deinen hübschen Kopf ausgesetzt. Warte, lass mich raten. Du willst die Belohnung, oder? Meister erweist uns die Ehre, euch bei der Vernichtung dieses Feindes der Sith zu helfen. Na? Hab ich's nicht gesagt? Wie ihr wollt, meine eifrigen Schüler. Wir werden diesen Dorn ein für alle Mal aus Malaks Auge entfernen. Yo, ho, ho. Machtwelle. Mehr Machtwellen und dann angreifen. Versuch erstmal ihn zu betäuben, wenn es geht. Und dann nimmst du dir die anderen vor. Und was macht Jolie? Jolie haut dem mal langsam rein, den Wirbelsturm. Und klar. Der Blitzdings, ja. Das ist unschön. Gut, dann geben wir ihm. Johnny, wie sieht's aus? Du bist schon zu lange. Sehr schön. Ja. Er könnte aber noch andere Sachen machen. Zum Beispiel nochmal langsam und dann Blitze. Was?
Wenn man selbst betäubt wird, ist das auch so schön. Ja, betäuben macht dann doch gleich mehr Spaß. Ja, passt doch. War doch nicht so ein harter Brocken. Wir haben wieder ein paar schöne Kristalle eingesammelt. Verbessertes Medikit. Jo. Sonst noch was? Noch eine Feldkiste? Das Duellierschild. Was gibt's hier? Noch so ein Passiv? Schauen wir uns an. Vorher machen wir aber gleich mal ein Safe. Ich habe schon lange keins mehr gemacht. War ja auch wieder viel Action. So, wir dürfen mal wieder aufsteigen. Was haben wir mittlerweile eigentlich für ein Level 16? Fehlt gar nicht mehr so viel. Weisheit. Fähigkeit. Überreden. Ja, noch einmal. Ja, es macht doch nicht mehr so wahnsinnig viel Sinn, uns jetzt hier noch in eine andere Richtung zu drängen, wenn wir mal ehrlich sind. Er zieht dem Opfer Gesundheitspunkte. Ist halt die Frage. Machen wir erstmal Meister Tapferkeit, würde ich sagen. Noch einen kurzen hinterher. Und dann klopfen wir mal hier an die Tür. Na gut, da ist ja nicht viel los. Eigentlich nur eine... Ah. Datapad. Na gut. Datapad und eine wunderschöne Mühle. Ja? Daumen drücken. Juhu, Datapad. Datapad, Datapad. Beschreibung von Vastila, okay. Naja gut. Wenn du das sagst. Also hier haben wir jetzt alles gesehen, nehme ich an. Schlafsaal, da waren wir anscheinend noch nicht. Eindringe, sollen wir den Alarm auslösen, Sascha? Nein, warte, wir können nicht ständig den Meister um Hilfe bitten. Wir sollten uns selbst darum kümmern. Vielleicht wollen die Sith uns testen. Was macht ihr hier? Nur Meister und Schüler dürfen hier herein. Schillers hat mir den Auftrag erteilt, das Verschwinden der jungen Selkhaft zu untersuchen. Ich habe dir gleich gesagt, dass dein Vater Verdacht schöpfen wird. Schascha, er hat die Sith schon immer gehasst. Mein Vater versteht das nicht. Er ist blind vor Hass. Die Sith lehren uns den Umgang mit der Macht. Unsere Allianz mit den Sith wird Manaan und die Selkhaft stärken. Die Sith sind böse. Was sie euch auch gesagt haben, war gelogen. Propaganda der Republik. Die Sith sind das Opfer von Lügen und Halbwahrheiten. Sie sind keine Monster, nicht mehr als die Republik. Als Zeichen ihres guten Willens haben die Sith versprochen, uns zu unterrichten. Wenn die Republik erst besiegt ist, werden die Sith Manaan verlassen und unsere Unabhängigkeit anerkennen. Wenn die Republik besiegt würde, werden die Sith euren Planeten versklaven. Spart euch eure Lügen. Die Sith haben uns stets Respekt entgegengebracht. Ihr redet, als wären wir Gefangene, aber wir können jederzeit gehen. Unser Freund Galas hat sich entschieden, uns zu verlassen. Ihr wurdet sicher nach Otto City gebracht. Rissa, was, wenn sie die Wahrheit sagen? Vergiss nicht, was auf Taris passiert ist. Taris ist eine Lüge der Republik. Wenn die Sith wirklich so grausam sind, dann beweist es uns. Es gibt doch sicher Beweise für ihre angeblichen Gräueltaten. Ich habe hier eine junge Selkhaft gefunden, die zu Tode gefoltert worden.
Er hat mir das hier gegeben. Joscha, das ist Galahars Anstecker. Er hat ihn seit seiner Kindheit. Er ist voller Blut. Den hättet ihr überall finden können, oder? Und wir wissen, dass ihr es nicht Galahars getötet habt. Überreden. Die Sith haben ihn so lange gefoltert, bis er starb. Sascha. Ja. Ihr wisst, was es war. Ich weiß es nicht, aber ob wir ihm glauben sollen. Der Anstecker ist nicht genug. Ich glaube euch eure Schauergeschichten immer noch nicht. Bringt mir eindeutigere Beweise. Dieses Datapad beweist, dass euch die Sith belügen. Das ist das Datapad des Meisters. Hier. Hier, sie sagen die Wahrheit. Ich kann es nicht glauben. Und doch sind die Beweise eindeutig. Die Sith haben uns nun missbraucht. Ich muss mich entschuldigen, dass ich an euch gezweifelt habe. Die Sith sind wirklich so böse, wie ihr sagt. Wir müssen die Regierung von Arthur City informieren. Ja, wir müssen uns sofort melden. Danke, dass... Das sofort. Danke, dass ihr uns die Augen geöffnet habt, Mensch. Wir haben uns vor einem schrecklichen Fehler bewahrt. Hüte dich vor der dunklen Seite der Macht, oder du wirst deine Welt eines Tages skrupellos verraten. Schnell, meine Freunde, wir dürfen nicht länger bleiben. Wir müssen aus diesem verderbten Botschaft fliehen und unser Volk warnen. Jo. Helle Punkte. Neue Rahlband. Naja, warum nicht? Besser als nichts. Kann man verkaufen. Gut. Gut, dass ich nochmal nachgeschaut habe. Alles etwas unübersichtlich hier. Damit dürfte ich es aber alles haben. Und da oben geht es auch definitiv nicht weiter. Aber hier vorne geht es noch weiter. An dem Kraftfeld kommen wir irgendwie nicht vorbei, ne? Vielleicht ist das Kraftfeld so eine Art Alternative zu diesem komischen Rätsel hier, was wir irgendwie ja gelöst haben. Gott weiß, wie allein. Denkbar. Ich brauche auf jeden Fall mehr Computersonden. Definitivst. Oder kann ich es von hier vielleicht deaktivieren, das Kraftfeld? Zwei Sonden am A... Du kriegst keine Sonden mehr von mir. Die besten Rätsel sind eh die, die man zufällig löst. So, Kontrollraum. Huch. Und ihr braucht... Dann mal los. Warum das? Wieso ich? Alle auf einen, würde ich sagen. Das macht mit Abstand am meisten Spaß. Und der einen hat es irgendwie eh schon zerrissen. Wow, wie es den Schuppen zerrissen hat, ey. Wow. Böse, richtig böse. Und wegen sind nicht so gut. Und gleich der nächste, wenn ich mich aufpasse, ja, der kommt mir da unten neben, der Wichser. Ja. Der ist auch weg. Wahnsinn, Wirbelsturm, betäuben, angreifen. Hauen auch eine Welle rein und dann treffen. Jawoll, ja.